Oh, guten Morgen. Wir machen heute Guten Morgen. eine Feier oder eine Erfahrung der großen Liebe in uns. Und so habe ich auch mit Musik eingestimmt. Zuerst mit der Romantik-Epoche, ja, Musik aus der Romantik-Epoche. Dann mit Elvis Presley, You're always in my mind. Du bist immer in meinem Gedanken, in meinem Geist. Und dann mit all meiner Liebe, ja. Große Liebe ist immer in meinem Geist. Und so möchte ich das beginnen. Jetzt muss ich schnell gucken mit ein paar Worten, ein paar Zeilen. Muss schnell mein Handy lautlos machen. Ich höre mich da immer selber. An die Liebe des Lebens. Und da kam die Liebe deines Lebens, strahlend voller Wärme. Du bist gestanden da und hast dich gewundert. Woher des Weges kam das Licht? Direkt? Direkt das Herz berührt, der Moment aufzuwachen. Denn nichts Schöneres dein Herz und Haupt je zieren könnte. Die Liebe des Lebens hat dich erreicht. Gitarrenklänge und der Winterhimmel. Die Liebe des Lebens kommt in jeder Jahreszeit. Sie fällt dir zu und erwartet dich. Was denkst du denn, mit wem du sprichst? Liebe kommt und sie geht auch nicht. Liebe ist. Es ist die Akzeptanz, dass dies so bleibt, weil alles andere, die Vergangenheit, dich nicht berühren vermag. Nur gegenwärtig frische Liebe dich erkennt. Hallo, Liebe des Lebens. Ich freue mich sehr. Hab dich vermisst? Das glaubst du nicht? Ein Tor ich war in der Welt. Hab verschwendet alles Geld. Verjubelt auch das Glück. Und da fand ich ein altes Lieblingsstück. Ein Lied der Liebe. Alles schien verloren, um dies zu finden. Am Grund des Herzens, Liebeslieder sind aufgetaucht. Jetzt spiele ich dir mein Liebeslied. Es ist das Ende eines Herzenskriegs. Stolz und falsche Scham blockieren diesen Weg. Freude finde ich. Nun im stillen Gebet. Oder mit einer Schnuddernase. Freude finde ich nun im stillen Gebet. Ja, ich liebe die Liebe meines Lebens, die mir gesandt und dann im Licht im Himmel verschwand. Vergessen, nein, das habe ich nicht. Verdrängen versucht und nun am Herzensgrund sehe ich dich neu und voller Strahlen. Und das ist der Jackpot, anders als gedacht. Guten Morgen, Liebe des Lebens, schön bist du aufgewacht. Ja, guten Morgen, Liebe des Lebens. Liebe dein Leben, liebe dich selbst. Beginne dich so zu lieben, wie du bist. Ja, wir wollen von anderen Menschen geliebt werden. Wir wollen Anerkennung. Doch das alles ist nur
ein Loch stopfen, ja, wenn man den Umhang stopft oder die Socken stopfen muss, weil sie ein Loch haben. Ah, bitte Dorothea, liebe mich jetzt, weil ich mich nicht genügend lieben kann. Und so möchte ich was von jemandem haben, weil ich es in mir selber nicht finde. Und dann wundern wir, dass unsere Beziehungen so kompliziert sind, ja. Oder der Chef, der mir endlich mal ein tolles Diplom ausstellen könnte, ja. Oder ja, die Leute von nebenan, die mir Blumen schenken könnten, weil ich ja immer so freundlich bin, ja. Aber diese Blumen und diese Freundlichkeit oder auch dieses Diplom kannst du dir selber schenken, indem du dich anerkennst und die Liebe deines Lebens wirst, ja. Natürlich, einige haben einen Guru, waren auf dem Guru-Weg, andere haben sonst irgendeinen Lehrer oder sie treffen die große Liebe und na, dann geht die große Liebe halt wieder und man steht da mit diesem Loch im Herzen sozusagen. Und ja, auch der Guru ist ja die Reflexion der großen, großen Liebe. Hallo Harald, er winkt noch so nett, macht die Hand hoch. Ja, ich habe dich gesehen. Und diese Liebe, die der Guru reflektiert oder die dir ein Mensch sonst reflektiert, dass du unbedingt haben musst, ist ja die Liebe in dir selbst. Und das Schöne ist ja, es zeigt dir jemand auf. Jemand übernimmt diese Rolle. Und er wird dich unter Umständen bitterlich enttäuschen. Und diese Rolle zu spielen, du hast diese Seele darum gebeten, dir diese Rolle zu spielen. Und du wolltest auch enttäuscht werden. Ja. Ich wollte enttäuscht werden, damit ich endlich, hallo, guten Morgen, aufwache. Damit ich aufwache und sehe, ich muss nicht die Liebe oder dem Guru nachrennen, nur damit ich mich vollständig fühle. Aber jetzt kommt die Frage, was mache ich dann mit dieser Liebe? Wenn ich hier nicht nachrennen sollte. Nach einer Weile rennst du vielleicht nach, gehst zu jedem Beatles-Konzert, fällst in Ohnmacht oder beim Guru musst du dich hinsetzen oder jedes Mal hast du Bauchweh und Magenkrämpfe, wenn du deinen Lieben triffst, weil du so aufgeregt bist. Aber eigentlich bist du nur aufgeregt, dich selbst zu treffen und du rennst dir immer nur selber nach. Und dann kannst du auch stehen bleiben. Und diese Liebe des Lebens ankommen lassen, sie zu dir kommen lassen, sie sehen, dass sie in dir, in deinem Herzen ist, wenn du sagst, okay, das nennt man dann auch die Hingabe, die Bhakti, ja, ich gebe mich dem allem vollständig hin und ich lebe und zelebriere dieses Gefühl, was ich vielleicht für jemanden hatte, einfach in mir. Und dann kommt diese Liebe zu dir und meine Frage ist, hältst du das aus? Wenn so viel Liebe zu dir kommt, hältst du das wirklich aus? Bist du bereit dafür? Magst du diese göttliche Liebe in dir wirklich willkommen heißen? Ich sitze nicht einfach da und denke, ja, ich sitze nicht mit, schlussendlich nicht mit den trockenen Augen da. Na, das macht schon was mit mir, wenn ich es ankommen lasse. Das geht ganz nahe. Ich kann mein Herz tatsächlich fühlen. Wenn die Liebe kommt, die göttliche Liebe, na, wenn sie so aufsteigt. Oder von oben nach unten kommt oder von links oder von rechts, ist mir egal woher, von überall. Ich kann mein Herz fühlen und es ist unglaublich viel. Es ist Überfülle und Überflutung der Liebe. Und alles andere, was keine Liebe ist, wird weggeschwemmt. Meine Gedanken. Ach, das ist keine Liebe, wird weggeschwemmt. Da muss ich ein bisschen weinen, das erschüttert einem, weil ein Götze fällt, weil meine Gedanken
verschwinden. Und nur noch dieser Raum der Liebe und dein Herz da ist. Und die Liebe ist nicht wirklich sichtbar, aber sie ist erfahrbar. Für den ersten Moment hat sie vielleicht eine Form wie ein Guru, sie hat eine Form wie ein, na, das kann ja auch ein Musikstück sein, oder dein Freund, dein Ex-Partner, dein Mann, deine Frau. Und wenn die Form sich auflöst, wenn du siehst, wow, es ist ja nicht nur in dieser Form, es ist ja, der Guru ist überall, dein Krishna oder Radha oder die Beatles, sie sind überall. Und dann siehst du um dich herum, ich bin umgeben von ihnen. In allem sehe ich diese Liebe, in allem ist Gott. Und da kann ich, wie die Tageslektion ja auch sagt, die Vergebung macht dem Traum des Konfliktes hier ein Ende. Jeder Konflikt ist ein nicht liebevoller Gedanke. Eine Form, die ich in der Hölle gelassen habe, in der Welt gelassen habe. Ja, hast vielleicht so jemanden, den du einfach da ständig im Konflikt sein musst, ja? Kann ja sein. Regine lacht. Ich habe auch sie angesehen. Ich weiß nicht warum. Ich sage nichts dazu, liebe Regine. Ich habe das natürlich gar nicht, überhaupt nicht. Regine hat es nicht. Regine kennt das Gefühl nicht. Nee, das sind alle die anderen. Ja, genau, es sind die anderen da. Ich bin froh, sind es die anderen und nicht du. Puh, danke, Regine. Macht alles leichter heute in der Session, es sind die anderen. Puh. Ich bin total unschuldig. Stimmt ja auch. Aber die anderen auch. Leider. Nein, zum Glück. Zum Glück sind sie es auch. Ja, und die große Liebe, meine große Liebe war für mich ein Geist, das klingt jetzt bescheuert, wir sind alle Geister, aber die große Liebe ist für mich Energie, ja, es war für mich eine Energieerscheinung, wir sehen nicht nur, was wir hier sehen als Form, es gibt auch Geister, na? Nicht Formen, Energien, wie auch immer ich sie nennen will, ich nenne sie dann halt Geister, sie sind da und ich sehe sie auch und in meiner Erfahrung hatte ich immer einen Geist mit mir, mein Freund sozusagen, mein Begleiter. Den habe ich seit Kind. Und, na, ich wollte ihn ja immer treffen, persönlich mal, nicht immer als Geist. Wenn er so neben mir sitzt und ich die Energie fühlen kann und so da ist, ja, und ich fühlte mich auch immer sehr, ich fühlte mich auch nicht alleine, natürlich. Das klingt ganz verrückt, wenn man sowas in der Welt erzählt, ja. Kam nicht immer gut an. Na, ich bin da mit einem Geist unterwegs. Aber dieser eine Geist ist ja auch nur, wir sind ja alle ein Geist. Wir sind alle ein Geist. Du bist auch ein Geist. Du bist Energie. Du bist eine Wirkung Gottes. Na, ich nehme dich jetzt hier in Form wahr, du nimmst mich in Form wahr. Und dann zu erkennen, dass auch dieser Geist irgendwann Form angenommen hat, natürlich. Und dann nach vielen Jahren erkennst du, wow, das ist also diese Energie. Diese Energie ist auch da. Ich habe meinen Freund nie verloren, ja. Und wie viele Geister ich auch immer gesehen habe, sie sind alle da. Also auch die Idee des Todes ist natürlich so nicht mehr existent. Ich kann nicht am Tod festhalten und sagen, diese Seele ist nicht mehr da. Natürlich ist diese Seele noch da. Es geht ja niemand verloren im Großen und Ganzen. Wir sind ja alle in Gott. Natürlich weint man über den Verlust, wenn man einen Partner, Verwandte, was es auch immer ist, hat. Und trotzdem dahin zu gehen, zu sehen,
Ich habe das nicht verloren. Und in der Dankbarkeit können wir uns auch wiedersehen auf einer ganz anderen Ebene. Und wir sehen uns halt ganz anders, vielleicht so, wie wir in Wahrheit sind und nicht in der Form. Und der Geist hatte diese, der Geist, also diese Energie hatte natürlich diese Charakterzüge, die sie auch, die auch als Person hatte, natürlich. Und da wirklich einfach zu sehen, es geht um die Verbindung auf einer viel höheren Ebene und dass dies auch nichts mit Hokuspokus zu tun hat, sondern das Geister steht auch im Kurs, Geister sind verbunden. Also muss ich auch ein Geist sein. Ups. Also sind wir alle in aller Ewigkeit miteinander verbunden und heilen hier gemeinsam. Das heißt ja auch, wir sind hier in diesem Aleph-Zoom-Raum mit einer Nummer. Ja, hast du eine Nummer eingegeben? Oh, bin ich so leise? Entschuldigung, und dann nehme ich das Mikrofon etwas näher. Hört man mich jetzt besser? Ja. Gut, das war ich zu weit weg vom Mikrofon. Und wenn wir uns in diesem Raum mit dieser Nummer treffen, ist das nicht alles. Wir treffen uns noch viel höher. Ja? Wir treffen uns im Geiste. Und wir treffen uns auch nicht nur hier als 31 Teilnehmer, einige mit Kamera, andere ohne. Man könnte auch denken, ja, die ohne Kamera nehmen nicht gleich intensiv teil. Ja, die sind vielleicht noch auf dem Klo oder am Zähneputzen oder beim Einkaufen. Die nehmen genau gleich teil. Ja, die sitzen da, einige sind bei der Arbeit und die sind genau gleich hier. Und auch solche, die scheinbar nicht hier sind und die du mit dir nimmst, sind ja auch hier. Ja. Wir treffen uns ja auf einem viel höheren Raum. Und darum so ein kleiner Tipp so aus der geistigen Welt oder aus der Geisterwelt. Na, selbst wenn du denkst, so, Kamera off, Mikrofon off und dann noch Raum verlassen, ja, weil ich jetzt genug habe oder weil die Session zu Ende ist, denk bloß nicht, du bist nicht in Verbindung. Na, denk bloß nicht, deine Session ist jetzt vorbei, so, ach, genug heilig, jetzt kann ich wieder, na, wieder so tun wie vorher oder was auch immer ich will. Also du, natürlich bist du frei, du kannst auch hier tun und lassen, wie du willst, aber du bist immer in einer Session. Du lernst und lehrst dich immer selber. Also lass dich nicht gehen. Sei motiviert. Sei motiviert. Immer und in jedem Moment deine Welt mit nach Hause zu nehmen, auch wenn es mal vielleicht in Form nicht so, na, manchmal sieht es nicht so schick aus oder nicht so toll oder man hat eine Schnuddernase und fühlt sich blöd. Na, dann denkt man, ja, jetzt kann ich die Lektion nicht machen, ich habe eine Schnuddernase. Ja? Wir haben solche Ausreden, ich habe viele solche. Ja? Jetzt habe ich keine Zeit für die Lektion, jetzt bin ich gerade sauer. Aber das sind genau die Momente, wo ich es am meisten brauche. Ja. Dass du dich auch da erinnerst. Und dass natürlich das alles kommuniziert. Und im Geist hast du keine Schnuddernase. Im Geist frierst du auch nicht. Im Geist bist du auch nicht wirklich sauer. Du bist ja nicht das, was du in Wahrheit bist, ist ja nicht sauer. Aber du machst eine Erfahrung des Sauerseins für den Moment, um dich darin zu befreien und Gott darin zu erfahren. Um es freizugeben, um daraus hinauszukommen und dich zu erinnern, mit was möchte ich mich wirklich verbinden. Und so nehme ich natürlich alles mit nach Hause, auch Dinge, die nicht sichtbar sind. Ja, man denkt ja, ah, jetzt sieht mich keiner, jetzt kann ich da ein bisschen ja, machen, was ich will. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.
Du betrügst dich selbst. Und dann sind Dinge, wo wir uns ärgern. Ja, der hat den betrogen um Geld, der hat jenen betrogen und so weiter. Aber der Einzige, der sich betrügt, bist du selbst. Also auch beim Fremdgehen, es ist ja wirklich ganz eine tolle Sache. Der Mann ist am Arbeiten, dann kannst du den Liebhaber treffen oder umgekehrt, ja. Aber du belügst dich selbst. Du musst vor dir selber dann Verantwortung dafür übernehmen. Hallo, Albert. Ja. Es geht immer um den eigenen Selbstbetrug, meine eigene Verschwörung gegen mich selbst, weil ich denke, ich bin so schlau, ich kann etwas heimlich machen. Ganz schlaues Kerlchen, habe super viele Pläne geschmiedet in Heimlichtuereien. Ja. Muss ja nicht nur ein Betrug sein in der Partnerschaft, kann ja alles Mögliche sein. Ja. Eben, Session ist vorbei und jetzt gehe ich wieder in mein anderes Leben. Ich frage mich, wo du ein anderes Leben hast. Lebst du in der Parallelwelt? Also dieses Phänomen müsstest du mir dann mal erklären. Ja? Wie komme ich in eine andere Welt? Wie höre ich auf, zwischen den Welten und zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu wählen, wenn die einzige Wahl, es ist ja so einfach uns angeboten, auf seine eine Stimme zu hören. Und das ist das Ende des Konfliktes. Und ich treffe meine große Liebe wieder in mir, weil ich mich nicht selber betrüge, weil ich mich nicht selber hintergehe, weil ich mich in jedem Moment erinnern will. Wenn ich es mal vergesse, ist auch nicht so schlimm. Aber ich werde es merken, weil ich fühle mich getrennt von der Liebe selbst. Ich fühle mich getrennt von der Liebe und ich merke es selber in mir, es geht mir dann nicht gut. Wenn du nicht mit Gott gehst, geht es dir nicht gut. Du fühlst es, weil du hast ja Gott schon in dir so intensiv erfahren. Du hast eine tiefe Erfahrung Gottes gemacht. Du würdest ja kaum mit mir hier sitzen, wenn wir nicht diese Erfahrung gemacht hätten. Und wenn du dich davon wieder trennst oder es einen Moment vergisst, fühlst du das. Es schmerzt. Getrennt von meinem Bruder zu sein, schmerzt. Getrennt von meinen Geistern zu sein, von meinen Brüdern, von meinem Geist, von der Energie. Dann schmerzt es mich sehr. Aber die Freude in der neuen Verbindung, in der Wiedererkennen, ist so unermesslich groß. Wenn wir uns jetzt wiederhören und wiedersehen. Angelika fragt, gibt es überhaupt Betrug? Naja, wenn ich mich nicht mit der Wahrheit verbinde, betrüge ich mich um mein Erbe der Liebe und der Freude. Das ist der einzige Betrug, den es gibt. Wenn ich die Wahrheit verleugne oder was ich bin, da betrüge ich mich um all meine Gaben, die mir in Gottes Schatzhaus angeboten sind. Das ist der Betrug. Aber der ist sofortig aufgehoben. Wenn ich mich wieder erinnere und da in der Wahrheit ist kein Betrug, klar. Aber ich muss auch anerkennen, dass in der Welt ich mich betrogen habe um das Erbe Gottes, um mein Königreich. Ich habe das Erbe ausgeschlagen meines Vaters. In der Welt ist manchmal praktisch, wenn man das Erbe ausschlägt, weil man Schulden erben würde durch Verwandten. Jedenfalls ist es in der Schweiz so, ja, wenn ich das Erbe annehme von zum Beispiel von einem Verwandten, der Schulden hat, und ich nehme es an, erbe ich seine Schulden, dann schlage ich es natürlich aus. Aber das Erbe Gottes auszuschlagen ist was anderes, ja? Das Erbe des wahren Vaters anzunehmen, weil du bist der Sohn Gottes und für immer eine Wirkung Gottes. Na, du bist sozusagen der Liebesbrief Gottes, du bist der Bote Gottes. Du bringst seine Wahrheit und seine Freude, seine Liebe, die er zu dir hat als Sohn, repräsentierst du hier. Wir sind ziemlich große Liebesbriefe.
Im Mittelalter hatte ich eine ganz lange Schriftrolle. Heute habe ich es online. Ist nicht cool, ist wirklich cool, ha? Die Technik, wie sie sich verändert hat. In meinem Geist. Ich wurde moderner. Und ich habe das Gefühl, ich wurde moderner. Es war ja die gleiche Kommunikation. Manchmal trauere ich tatsächlich meiner Schriftrolle für einen Moment nach, wenn der Computer wieder abstürzt, ja. Aber wahrscheinlich war mir dann früher die Schriftrolle ins Wasser gefallen und das war der Absturz. Also es war ein und dasselbe. Verbinden wir uns doch einen Moment im Geiste, in dieser Energie miteinander und hören was zusammen und gehen da in eine Erfahrung. Aber bevor du da jetzt reinhüpfst, habe ich hier eine Karte, ja? Ja, ich bin ja sozusagen ein Medium, ein Bote Gottes. Du bist ja auch ein Medium, klingt nur so saumäßig cool. Ich bin ein Medium. Ich habe hier eine Karte und das ist einfach so. Man sieht es jetzt, kann es nicht gut lesen. Es geht hier um die Halle von die Einweihungshalle. Es gibt eine Weihung. Ja? Wir gehen hier in eine Halle hinein, in unserem Geist, in den Halle, in einen Tempel der Weihung. Das bedeutet, hier werden Geheimnisse, Geheimnisse sagen wir sie, enthüllt. Also gibt keine Geheimnisse mehr. Sie werden dir im Geiste, in der Stille enthüllt, alles, was du wissen willst oder was du wissen musst. Du willst eine Antwort, frag Gott und er gibt dir eine Antwort. Und dafür gehen wir in eine Halle der Weihung, der Ausdehnung deines Geistes. Ja, wir wachsen ja. Wir wachsen ja mental und geistig. Wir dehnen uns aus, was wir im Kurs auch Ausdehnung nennen, ist Wachstum im Geiste. Und da werden die Schätze, das Schatzhaus Gottes, geöffnet. Und die Weihung geschieht, weil ja der Schatz und alles für dich sichtbar wird. Das Unsichtbare, was mit dem physischen Auge nicht sichtbar wird, wird sichtbar in einer Verbindung mit dem höheren Selbst, mit dem Selbst, das du bist. Und da geschieht eine Weihung, eine Einweihung, weil es ist Zeit, seinen Geist zu erheben und das können wir machen, indem wir einfach da in den Raum unseres Geistes hier auf Zoom und noch viel höher hinaus, ja, die Nummer geht weiter, nicht nur hier auf Zoom Raum. Und da kommt das ganze Upload oder Download, was du benötigst in deinem Geiste. Such gerade den Song. Ich schaue jetzt gerade noch schnell, wie dieses Song, wie er geheißen hat, ich weiß nicht mal. Plejadenprayer Anders Holte. Ich kann das kurz in den Chat schreiben. Ja, es geht auch darum, diese Erinnerung außerhalb von Raum und Zeit wirklich machen zu wollen und die Liebe Gottes in uns anzunehmen. Und die Liebe Gottes spült natürlich alles aus uns raus, was nicht der Liebe Gottes entspricht, also meinen Gedanken über die Welt, die ich gemacht habe. Meine Gedanken, dass ich an Formen festhalte, an Dingen festhalte. Und natürlich kannst du hier in der Welt alles haben, was du willst. Was meinst du denn, wie mächtig unser Geist ist? Ja, wenn ich ein neues Möbelstück will, dann habe ich es in 2, 3 Tagen. Also na garantiert, das ist keine große Sache. Aber es geht hier auch nicht darum, meine kleinen Wünsche, nicht, dass die nicht erfüllt sein sollen, zu erfüllen. Es geht darum,
mich im Geiste wirklich zu verbinden und die Aufgabe als Bote Gottes zu erfüllen. Und das sollen wir schon ernst nehmen mit allem Humor. Aber wir dürfen das ernst nehmen. Das ist auch etwas, was wir wirklich, wirklich wollen. Wir wollen ja diese Botschaft Gottes ausdehnen. Du willst ja deine Welt mit nach Hause nehmen. Meine, was willst du denn sonst hier tun? Na? Alles andere hat ja wirklich keinen Sinn gemacht. Wir waren depressiv in der Welt. Wir waren genervt in der Welt. Du hast dich sicher schon oft gefragt, was soll ich eigentlich hier? Ja? Was soll ich denn hier? Und nun öffne den Kanal. Darum habe ich auch diese Karte, also ich habe sie zufällig gezogen heute, wo es wirklich darum geht, dich, eine Einweihung ist ja nur deinen Kanal zu Gott zu öffnen und auf seine Stimme zu hören. Und dann hast du zu tun. Dann hast du eine sinnvolle Arbeit. Dann hast du eine Funktion. Und dann gehst du eben, wie gesagt, auch ganz anders an die Dinge ran. Ein Treffen mit der Familie, jetzt Weihnachtstreffen, einige haben vielleicht Weihnachtstreffen, ja, hat einen ganz anderen Sinn und Zweck bekommen. Und die, die keine Weihnachtstreffen haben, na, vielleicht lädst du jemanden ein, der auch kein Weihnachtstreffen hat. Ja. Auch den Schritt zu tun, zu sagen, hey, ich möchte gar nicht alleine feiern und es wird sich was öffnen. Es wird sich was öffnen. Vielleicht bekommst du, sagst nur in den Raum hinein, ich will nicht alleine feiern, ich will nicht allein sein. Und ja, wer weiß, wer dir dann schreibt, das kann ja einfach geschehen. Oder du gehst auf jemanden zu und sagst, gibst zu, ich möchte nicht alleine sein. Ich möchte nicht. Es ist ja nichts Peinliches zuzugeben, ich möchte nicht alleine sein. Ich finde das eine große Stärke, zu sagen, wo stehe ich wirklich, weil dann kann Heilung geschehen. Ja, ich mochte Familienfeiern gar nicht, also mit meinen Kindern schon, aber das Größere dann eben nicht. Aber das auch mal zuzugeben, ja, auch zuzugeben, ich mag das nicht. Entweder wird es nicht mehr stattfinden so, oder es wird eine ganz andere, ich sehe es plötzlich ganz neu, ja, wie auch immer es in der Form ist, aber ich werde frei davon sein, von meinem Gedanken, es ist eine Qual, ja. Diese Tortur jedes Jahr. Aber es ist nicht wahr, es ist ja keine Tortur. Es ist wirklich nur meine Hingabe an etwas Größeres, zuzugeben, ich habe da ein Problem. Oder ich möchte einfach, muss ja nicht mal sagen, ich habe ein Problem. Ich möchte Veränderung, ich bin bereit für was Neues. Und es werden alle Mittel und Wege und alles wird bewegt, dass es für dich verändert wird. Und selbst wenn es noch in China hergestellt werden muss, ja, es wird gemacht. Du weißt nicht, wie das Wunder funktioniert. Und du weißt auch nicht, wohin das Wunder geht, was du wirkst. Ja, manchmal denkst du, jetzt habe ich dem Wunder gemacht und der freut sich gar nicht. Aber du weißt ja nicht, wohin es gegangen ist. Und vielleicht kommt er 3 Jahre später und sagt, hey, was du für mich gemacht hast, Regine, Gerd, das ist ja unglaublich, ja. Es kann auch plötzlich, oder du hast plötzlich, mein Gott, jetzt sehe ich den Menschen ganz anders. Und du gehst hin und sagst, ey, vor 20 Jahren habe ich dir recht Unrecht getan. Es tut mir leid. Ist das nicht großartig? Das ist doch großartig, wenn Heilung durch alle Zeiten geschieht. Und selbst wenn die Seele oder nicht mehr da ist, es geschieht Heilung. Es geschieht Heilung. Es ist nie zu spät. Weil wenn du denkst, es ist zu spät, kommst du schon wieder in eine Depression. Und du hast irgendwann was falsch gemacht und bist wieder irgendwie, bist du der Hetter oder das Opfer, ist egal, was du bist nicht zu spät. Ja? Ich hatte nämlich ständig den Druck, ich bin zu spät. Ich wusste nicht mal für was. Aber ich war ständig zu spät. Bin zwar pünktlich angekommen, aber ich habe irgendwo in meinem Geist war, ah, ich bin zu spät oder ich habe was vergessen. Auch wenn es in Form nicht so war. Ich habe einfach nur vergessen, wer ich bin. Ich habe mich später dann erinnert, oh, ich habe vergessen, mich zu erinnern. Ja. Auch wenn es spät erscheint. Und wenn du dann merkst, oh, jetzt habe ich eine etwas vergeben, etwas ist ans Licht gegangen, dann sieht man, ich nenne das manchmal, dann erlöst sich einen ganzen Rattenschwanz. Ja. Dann sehe ich, was alles daran gehangen hat. Und es ist nicht mehr da, es ist so verschwunden und es wird so leicht. Das Wunder der Vergebung.
was wir heute in der Lektion üben miteinander. Und dann kann ich nicht mehr sauer sein. Ja. Wie möchte ich meinen Bruder sehen? Und wir können jetzt die Adventszeit nutzen, aber vergiss es danach auch nicht, ja. Wirklich nach innen zu kehren, innezuhalten. Kerzen anzuzünden ist ja das Licht in uns anzuzünden. Am Ende haben wir 4 Kerzen, ja, in alle Himmelsrichtungen. Alles ist beleuchtet um dich herum, in dir. Das ist auch eine Weihung in deinem Geist. Manchmal bist du einfach aus deinen Schuhen hinausgewachsen, ja. Nicht, weil die Füße angeschwollen sind, weil du geistig hinausgewachsen bist. Und du merkst, hey, ich kann das einfach nicht mehr. Ich möchte meinen Groll nicht mehr aufrechterhalten. Und vielleicht motiviert es dich, Weihnachtskarten zu schreiben. Vielleicht jemanden, ja, der jetzt in den Geist kommt. Es ist immer so eine schöne Gelegenheit. Ich schicke jemandem eine Karte. Ob er dann antwortet oder nicht, na, sei egal. Sei dann nicht beleidigt, ja. Vielleicht kommt dann die Antwort woanders her. Ich hatte mal auch, ich hatte auch so eine Vergebungslektion, ich muss jetzt immer so lachen, ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube 5 Jahren oder so, musste ich meinen Blinddarm rausnehmen, ja. So ziemlich spontan. Und dann war ich da in meinem Zimmer dann wieder. Und dann kam der Doktor rein und machte, oh, ich sehe, die schwarze Seele ist zurück im Körper. Ich dachte, ja, das ist jetzt aber gar nicht nett von ihm. Die schwarze Seele, wer will das schon hören? So was ganz Übles. Ja, ich war gar nicht okay mit ihm. Und heute mache ich ja mittlerweile einen Podcast, das schwarze Schaf trägt eine weiße Weste. Also wer ist schon das schwarze Schaf? Ich meine, das ist ja immer nur, ich habe mich selbst verurteilt, meine Selbstbeurteilung. Und selbst wenn die Seele schwarz erscheint, einer kann sie ja schwarz wahrnehmen, der andere hat vielleicht eine glitzernde Seele. Ich habe keine Ahnung, wie man Seelen sehen kann. Aber was ist schon schwarz? Schwarz ist genauso geheiligt. Und wenn es ans Licht kommt, wird es auch hell. Ja? Die Nacht ist auch hell. Aber ich hatte echt Groll mit dem jetzt ein paar Jahre, mit diesem Doktor, dass er mir das so gesagt hat. Fand echt nicht nett. Ich habe gedacht, er verflucht mich da mit der schwarzen Seele. Aber er war mein Erlöser, übrigens auch mit dem Blinddarm. Ja. Das wäre ja so, Gott sei Dank gibt es diesen Doktor, dass er mir die schwarze Seele zurückgegeben hat. Ich habe vielleicht nur darauf gewartet. Ja. Sehr großzügig von ihm. Und heute muss ich wirklich lachen und sagen, ja, es ist doch eine tolle Vergebungslektion für mich selbst. Ja? Weil ich habe eine Erfahrung schon mehreren Leuten gehört, na, du hast ja was Schwarzes an dir. Dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Pulli oder so. Aber ich glaube, die haben nicht gedacht, dass mein Pulli ist. Ja? Aber was ist schon schwarz? Es sind Urteile, Verurteilungen, was auch immer. Und vielleicht kennen wir uns aus dem Mittelalter irgendwoher und da haben wir einfach schwarze Umhänge getragen als Tempelritter oder so. Na, das können auch solche Erinnerungen sein. Das muss ja gar nichts Negatives sein, eine schwarze Seele. Vielleicht kennst du mich nur schwarz gekleidet von irgendwoher. Ja? Ist nicht so abwegig. Ich habe früher tatsächlich nur schwarz getragen, also es ist kein Wunder. Und einfach damit auch für sich selber dann zurückzugehen, hey, der bietet mir ja irgendwas an, auch wenn dich einer beleidigt oder so, ja, oder scheinbar beleidigt. Ich lese mit meinem Sohn auch ein Buch, das heißt, du bist doof, aber das heißt nicht, dass mein Sohn doof ist, sondern da geht es darum, um Beleidigungen in der Schule oder wenn dich jemand beleidigt, wie gehe ich damit um? Und in diesem Buch ist das auch ganz spielerisch erklärt. Wenn mich jemand beleidigt, ist es am besten, einfach mal darüber zu lachen, ja? Und nicht zum Gegenangriff zu gehen und auszuholen, ja? Und das ist zwar ein Lernen, was ich mit meinem Sohn betrachte, der ist 10, wie geht er jetzt damit um, wenn jemand nicht recht ist? Möchte er ihn jetzt wieder verschwinden lassen oder weiß auch nicht, was er vorhat mit ihm? Oder können wir gemeinsam darauf blicken, dass dieser Konflikt verschwinden kann, ja? Dass dieser Konflikt heilen kann.
Was ist Beleidigung? Und wenn wir beleidigen, warum beleidigen wir eigentlich? Ja, auch dahin zu blicken, warum beleidige ich? Warum bin ich, weil ich vielleicht mich erheben möchte, weil ich unsicher bin, weil ich ein Urteil habe, weil ich Recht haben will? Also auch wirklich alle Facetten zu betrachten. Und auch in dem Buch ist auch geschrieben, sich Hilfe zu holen. Also zum Beispiel, wenn es Ärger ist, dass wirklich, dass man vielleicht eine Drittperson dazu holt. Das kann ja auch helfen. Ja, und dann das Thema miteinander betrachtet. Und Jesus natürlich dazu einlädt. Wie geht man mit Konflikt um? Und hier heute haben wir, die Vergebung macht dem Traum des Konfliktes hier ein Ende. Und trotzdem mit meinem Sohn ganz, ganz praktisch damit umzugehen. Wie kann er sich selber in dem Moment helfen? Und natürlich laden wir die Vergebung darin ein. Und auch zu lernen, oh, das bietet mir ja was an. Und da kommen wir uns dann einfach auch wirklich näher. Und das Gegenüber, der Nächste, fühlt das. Und es macht wirklich, wirklich keinen Spaß, an meinem Groll festzuhalten, wenn du nicht mitspielst. Ja? Ich fühle mich ziemlich, dann fühlt man sich doch, wenn einer nicht mitmacht, dann fühlst du dich ziemlich blöd, manchmal sogar selber schuldig. Du merkst, oh, jetzt war ich nicht fair. Kennst das, oder? Der andere macht nicht mit und du fühlst, oh. Und das ist toll. Ist ein unangenehmes Mistgefühl, aber es ist richtig toll. Es ist eine Möglichkeit, das zurückzunehmen. Hey, es war meine Projektion auf meinen Bruder. Ich habe ihn verurteilt. Und ich habe vergessen, dass er die Liebe meines Lebens ist. Du geliebte, leuchtende schwarze Seele. Dankeschön. Ja, und auch die Geister, die du hast Brüder, die du gerufen hast. Ich sage dann immer die Geister, die ich rufe. Das klingt immer so okkultistisch, aber das sind so die Geister, die ich rief. Ich habe ja meine Brüder. Du hast deine Brüder mit dabei. Du hast alle Geister mit dabei. Du hast deine ganze Welt mit dabei. Kannst noch die Türe zumachen, liebe Claudia, und denken, nach mir die Welt. Na, die Geister sind in dir. Sie kommen mit. Ich habe immer gesagt, die kommen sogar durch die Türe. Ich kann sogar abschließen. Es bringt nichts. Na, ich trage ja meine Welt mit mir mit. Und darum auch, wenn wir nachher die Session beenden, es ist nicht vorbei. Na, es ist nicht vorbei. Und du hast echt eine Aufgabe in der Welt. Du hast zu tun, neu zu tun, nicht angestrengt zu tun. Nicht ich muss es machen. Hör hin, vergib. Und Vergebung ist, was wir zu tun haben. Vergebung ist eine Arbeit. Eine sehr große, große, große Arbeit, die du im Geiste machst. Die ist nicht zu unterschätzen. Ja? Das ist nichts Kleines. Du leistest große geistige Arbeit. Und dich immer wieder erinnern, mein Ziel ist Gott. Und da wird dir alles gegeben, weil Gott möchte dich ja unterstützen. Gott geht ja mit dir. Er möchte ja dir das Beste geben, damit du seine Botschaft, seine Liebe repräsentieren kannst. Wäre ja blöd, wenn er dir nichts geben würde. Das macht dein liebender Vater nicht. Er stellt dir alle Situationen, alle Dinge zur Verfügung, damit du deine Mission hier optimal erfüllen kannst. Und da steht dir alle Fülle. Ja, wo bist du geizig? Nicht Gott ist geizig. Ja? Nicht Gott hat an dir gespart, liebe Ria. Nicht Gott hat an dir gespart oder Marlies. Ja? Du bist der Geizige in deinem Geiste. Oder ich bin der Geizige. Wo bin ich geizig? Nicht Gott hat dem mehr gegeben und mir viel weniger. Ja? Der eine hat vielleicht einen Ferrari, ja? Weil der gerade mit seinem Ferrari die richtigen Leute erreicht. Und du hast einen Golf, weil du in den VW Golf Club gehen musst. Ich habe keine Ahnung, warum du dann den Golf hast, aber du hast nicht weniger als der mit dem Ferrari. Ja? Und wenn du fertig mit dem Golf Club bist, dann kommt vielleicht irgendein Van. Ich weiß es ja nicht, ja? Was dir zum Besten dient. Aber es ist alles da. Wir müssen nicht eifersüchtig sein, weil jetzt der einen Ferrari hat. Ja? Eifersucht hindert uns.
Oder auch zu sehen, ich habe manchmal auch gedacht, ah, die haben so viele schöne Kleider als ich. Und dann habe ich mal gesagt, du hast so viele schöne Kleider als ich möchte das auch. Na, mein Geist hat sich verändert und ich bekam ganz viele schöne Kleider geschenkt. Das hat funktioniert. Ich musste es nur zugeben. Ich musste nur zugeben, oh, ich will auch so schöne Kleider. Ich muss jetzt auch nicht so geizig sein mit mir. Und das habe ich vor vielen Jahren mal gemacht und seitdem habe ich Kleider im Überfluss und kann sie auch weitergeben, ja. Das ist auch wirklich dieses Zugeben, anstatt vielleicht zu sagen, und das darf ich jetzt nicht zugeben, weil sonst bin ich nicht heilig. Natürlich bist du heilig, selbst wenn sowas daherkommt. Erzähl es doch einfach irgendjemandem und lach darüber. Und dann vielleicht eröffnet sich was ganz anderes in dir. Und du willst, vielleicht willst du auch gar nicht mehr solche Kleider oder du willst gar keinen Ferrari mehr, weil irgendwas anderes dich. Ja, da hat sogar jemand einen Golf. Bin ich froh, um in die Werkstatt. Einen Golf, der wahrscheinlich viel Reparatur braucht. Ja, lass den Mechaniker mal frei, bitte. Ich helfe gleich mit. Ja, und einfach so zu sehen, wir haben hier alles zur Verfügung. Und natürlich kommen Ängste auf. Umso mehr, ja, ich kenne das ja, da kommt so viel Liebe auf dich zu, die große Liebe, die du bist, sie kommt auf dich zu. Ah, komm schon ein bisschen Herzklopfen und ins Schwitzen. Na, dann habe ich manchmal, da gibt es doch diese Schweißränder, nicht sehr schön, ja. Bestens sieht man dann eine schwarze Jacke drüber, sieht es keiner. Schwarze Kleider sind praktisch manchmal. Und dann ist es einen Moment so, ja, wenn viel Liebe und viel Licht kommt. Das heizt ein bisschen ein. Ja? Das ist wie wenn du an einem Date bist. Und dann nachher, wenn du dann was Helles an hast und dir die Schweißränder, du musst immer so zusammengeklemmt am Tisch sitzen. Nein. Hat sicher schon jeder erlebt. Und einfach okay zu sein mit sich und auch darüber zu lachen. Vielleicht sogar am ersten Date. Vielleicht bringt es euch auch näher, ja? Beide haben nämlich dann die Schweißränder und denken, oh, wir sind ja dasselbe. Manchmal ist dieses Zugeben so verbindend und so vereinfachend und so erlösend. Da hat noch jemand was geschrieben über die. Seitdem ich den zerstörerischen Teil von mir nicht mehr gegen mich richte, sondern liebend integriere, begann mein Leben erst wahrhaftig, den weißen Teil der Seele lieben, aber auch den schwarzen Teil der Seele lieben. Erst das macht ganz. Ja. Wir haben ja auch Tanja, du kennst der Zerstörer Shiva oder auch Kali sind ja die brutalen Götter oder sozusagen im Indischen sind ja die dunklen Götter. Die Kali macht noch bläh, so irgendwas. Shiva haut auch allen den Kopf ab. Er ist absolut geheiligt. Ja, sie sind absolut geheiligt und sind ja die Zerstörer. Man nennt sie ja die Zerstörer. Also diese Zerstörung auch neu zu betrachten, was wir vielleicht als schwarzen Teil betrachtet haben. Na, wenn vielleicht jemand kommt und dir was sagt und es zerstört für deinen einen Moment, dein ganzes Weltbild. Na, vielleicht bist du sauer mit ihm einen Moment, aber schlussendlich bist du vielleicht total dankbar, weil er recht hatte, weil dies nicht die Wahrheit ist und du an einem Götzen festgehalten hast. Und das fühlt sich natürlich schon an wie Kopf ab. Ja? Für den Moment. Natürlich denke ich dann vielleicht, mit diesem Bruder möchte ich nichts mehr zu tun haben, der ist so rabiat oder radikal. Aber das stimmt nicht, ja. Manchmal ist einfach auch, du bist deinen Schuhen entwachsen, ja. Und bevor deine Füße anschwellen, wechsle mal die Schuhe. Geh neu in Gottes Schuhe. Weil zu enge Schuhe gibt Hühneraugen, ja. Vielleicht auch Blattern sonst. Es sieht nicht schön aus. Es sieht nicht schön aus. Wirklich nicht. Und dann kommt noch einer und will mit dir wandern gehen und die Schuhe sind zu eng. Dann wird es richtig blöd. Ja. Und bevor du das hast,
Bevor du auf deine neue Reise mit Gott gehst, nimm doch das passende Schuhwerk. Es muss auch nicht, es können auch wirklich bequeme Schuhe sein. Ja? Es müssen nicht die High Heels sein. Auch nicht immer praktisch. Für gewisse Anlässe vielleicht, aber. Ja. Sandalen. Sandalen, ja. Sandalen. Aber jetzt im Winter, lieber Gerd, wir haben Schnee, hier bekommst du Boots, okay? Ja, schau, Elbert da ist im Schnee, der hat jetzt, der bekommt auch neue Schuhe. Dass wir uns wirklich heute erinnern, die Vergebung macht dem Traum des Konfliktes hier ein Ende. Ja, der Geist dehnt sich aus und braucht mehr Platz. Das Ende des Konflikts gibt immer mehr Raum in deinem Geist. Und das praktizieren wir heute. Ja, und dann trägt das schwarze Schaf wieder eine weiße Bluse, ja, und ist ganz glücklich. Ja, lassen wir die Geister frei, die wir gefangen genommen haben. Lassen wir sie frei. Das ist ja wie mit den Wikingern. Wer kennt die Wikinger? Oh, jeder kennt die Wikinger. Gerd kennt sie sicher sehr gut. Sieht aus wie ein Wikinger manchmal. Die Wikinger haben ja, wenn sie gestorben sind im Krieg oder so, sind sie ja nach Valhalla gegangen. Ja? Und da hatten sie alles zur Verfügung. Von Frauen über Essen, ja, was halt ein Wikinger will. Ha? Da war alles da. Aber diese Wikinger dürfen auch wieder herkommen. Sie sind ja nicht gestorben. Ja? Und diese Geister, also öffnen wir Valhalla, unser Todestal, unsere Ideen des Todes und lassen die Geister wieder frei. Ja? Es gibt ja in dem Sinne kein Jenseits in der Wahrheit. Das sind alle da. Und so sind auch die Wikinger nun befreit. Danke, Gerd, dass mich gerade an die Wikinger erinnert. War jetzt klasse. Ich bin ein totaler Wikinger-Fan, so. Ja, nun wünsche ich allen einen gesegneten Tag. Ich spiele noch ein Lied und dann viel Spaß im Schnee, die Schnee haben, und sonst einfach eine schöne erste Adventswoche und genießt die Freude. Heute Abend ist der Meister Devavan am Werk. Mal sehen, was er herbeizaubert. Kochen kann er ja gut, he? Wirklich. Alles, alles Liebe. Und bis gleich.